Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir keine Quest ausgewählt. Ah ja, die Klinge der Götter. Okay. Beim letzten Mal haben wir mit Kleopatra geredet. Und Kleopatra verteidigt. Und dieses Mal werden wir mit Aya sprechen. Ja. Was gibt's großartig noch dazu zu sagen? Wir haben Dinge getan und heute tun wir die anderen Dinge. Dingelingeling. Oh, schade. Ah, geht doch. Was? Oh, ups. Du kannst nicht fliehen. Ja. Gegen euch zu kämpfen wäre euer Tod und bei mir wahrscheinlich die halbe Folge. Ich habe keinen Bock. Ich will, dass auch mal ein bisschen was passiert zwischendrin. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe. Ich riskiere jetzt mal ein Ja, in der Hoffnung, dass ich dann hier zurückkehre, okay? Ups. Also zur Not sind wir im Aftergame. Und wir haben ja auch die DLCs zu machen, also bleibe ich da jetzt erstmal entspannt. Ich habe nicht oft eine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht. Es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Komfort? Wir verachten ihn. Mhm. Mein treuer Schildträger, bist du krank? Nur voll Ehrfurcht vor der Göttin. Wir müssen uns würdig erweisen. Ich kann nicht glauben, dass sie auf unserem Schiff ist. Ah, lass dich von ihrem Auftreten nicht täuschen. Sie braucht uns mehr als wir sie. Ah ja, sie ist die wahre Göttin. Dort, siehst du das? Aya, zeigst du Bayek schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Genug, Fox. Jetzt machen wir Krieg. Mhm. Go, Fox yourself. Brüder auf See! Heute haben wir wertvolle Fracht geladen. Königin Kleopatra, Herrin der Vollkommenheit, Königin von Biene und Binse. Mit so vielen weiteren anmaßenden Titeln, dass mir die Luft ausgeht, wenn ich sie nur denke. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Bug richtet, werdet ihr bemerken, dass dort ein paar Freunde auf uns zukommen. Abgesandte unseres kleinen Pharaos. Wie nett von ihnen, uns zu besuchen. Dann heißen wir sie willkommen, oder? Wärmstens mit einer flammenden Begrüßungskugel. Alala! Das erinnert mich an einen Tag vor 20 Jahren, als ich mit den Piraten gesegelt bin. Die Sizilianer, oder? Ah, du hast davon gehört. Das stimmt. Auch damals ließ ich mich... Volle Breitseite, ui. Wir wollten Antiochia angreifen und brauchten ein paar zusätzliche Segel. Das war mein erster und einziger Ausflug in das Leben der Piraterie. Lieber bewahre ich mir einen Hauch von Anstand. Nur einen Hauch. Ich habe leider vergessen. Er spricht! Der große Menschei! Wir sind auf See, Kapitän. Der einzig Große hier bist du. Ptolomea! Verbrennt sie! Halala! Ich habe leider vergessen, wie man schießt. Das Seefahren liegt dir im Blut.
Seefahren ist einfacher, wenn es keine anderen Schiffe gibt, die einen versenken wollen. Ruft ein Dutzend fehlende Trieren nicht die Flotte auf den Plan? Es wird etwas dauern, bis sie die Wracks finden. Vorwärts! Kapitän, mein Schild riecht wie Holzkohle. Da! Noch mehr vom Ptolemaios Schiffen! Sie wollen uns einkeilen und gegen die Küste drängen. Ich kann es dir ansehen. What? Warum sollten wir kämpfen? Wir drängen uns einfach durch und fahren direkt nach Alexandria. Der Weg muss sicher sein für Kleopatra. Wir müssen das tun. Diese Naked Yadet werden Rays Pfeile spüren. Schöne ägyptische Schimpfwörter auf einem griechischen Schiff. Vielseitigkeit macht das Leben interessant. Und Blutvergießen. Alala, alala! Die Flotte erwartet Befehle, euer. Unsere Katapulte feuern auf dein Zeichen. Ja, so schieße ich, genau. Die Flotte erwartet Befehle. Ein Zeichen. Und es wird Feuer auf sie herabregnen. Sehr schön. Spare nicht mit Munition. Klotzen, nicht kleckern. Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann. Alala! Es gibt auch Mörser. Nice. Mehr Geschwindigkeit! Greift an, ihr faulen Pelze! Mobsgeschwindigkeit! Sperrt ihnen den Weg! Lasst sie nicht wenden! Bereit zu feuern! Feuer! Mehr Tempo! Schneller! Wir werden angegriffen! Mehr Geschwindigkeit! Erhöht die Schlagzahl! Feuer! Aufstrahl! Erhöht die keine Gnade! Schickt sie zum Meer! Oh, das macht schon Spaß. Die Luft stinkt und nicht nach Männerschweiß. Was ist das? Öl. Halt, Foxy, das. Sieh dort, auf dem Wasser. Ja, das ist Öl. Wir sind hier gerade in einer ganz, ganz blöden Lage. Zwei Schiffe versenkt. Ich hab Ptolemaios. Aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit prall gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlt. Und teuer, bei Zeus Eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. Damastes, gib den Befehl, erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! Alala! Sie schicken eine Oktere! Eine schwimmende Stadt! Verdammt! Wollen die Götter meine Flotte versenken? Ja. Verfluchter Poseidon! Ersticken sollst du an diesem alten Fisch! Kopf hoch, alter Mann! Feuer frei! Beleidige die Götter nicht ohne Grund! Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige! Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen! Ein Biest muss noch erlegt werden. Volle Breitseite. Jawohl. Feuer! Wir mehr Tempo! Deckung! Lang Rückstellung! Schießen, glaube ich, in drei Wellen, ne? Ja. Erhöht das Tempo! Zwei. Drei. Bereit zu feuern! Feuer! Bam! So gefällt mir das! Die Götter haben Humor, Aya. Damals, als ich dich traf, hat mich auch die Gefahr wiederentdeckt. Bayek,
Du bist ein glücklicher Magi. Mhm. Allerdings. Glücklich über deine grimmige Gesellschaft. Tut es dir leid, dass ich dich aus dem Ruhestand geholt habe? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mein Blut fließt schneller. In der Hitze des Gefechts. Bei Zeus. So viel Aufregung habe ich seit den frühen Tagen von Kleopatras Vater nicht mehr erlebt. Lass uns nicht voreilig feiern, alter Mann. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von 1000 Schiffen. Ob Kleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff von Steuerbord! Also verfahren! Ptolomäus' Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schilfboote und entkommt durch den Nebel. Ich erledige das hier. Das Schicksal ist ein räudiger Hund, Eier. Genießt die Ruhe, ich bleibe hier im Stahl. Au. Flieht, ihr Narren! Ignoriert die Pfeile! Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Göttin! Ja, die Ehre sei unser. Wir dürfen auf keinen Fall römisches Blut vergießen. Man kann nicht bis an die Zähne bewaffnet in den Palast spazieren. Dann legen wir die Waffen ab. Bewaffnet oder nicht? Sie wird erkannt werden. Dies eine Mal mag ein königlicher Auftritt unnötig sein. Stimmt, die Geschichte von Kleopatra eingerollt im Teppich. Seid ganz natürlich. Wir tun, als würden wir hier ein- und ausgehen. Vergesst das nicht. Ist die Königin wohl auf? Alles gut. Wer sind wir? Ich übernehme das Reden. Kleopatras Reaktion war halt echt legendär. Kein Zutritt ohne Eskorte oder königliches Siegel. Ich bin der Nomarch von Heliopolis. Und das sind meine Philakitei. Wir bringen Geschenke von unseren örtlichen Händlern. Lass sie passieren. Mit einer Eskorte. Folgt mir. Hier entlang. Unser Imperator weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Habt ihr den warmen Empfang genossen, für den unsere Pharaonen berühmt sind? Wir feiern erst, wenn eine Allianz besiegelt wurde. Euer Wesir und der König haben uns hier im Palast würdig untergebracht. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass mein Imperator euch empfangen wird. Das verstehen wir. Du bist ein guter Legionär. Wir haben Geduld. Glaubst du, wir können das mit allen aufnehmen? Natürlich. Unsere Götter sind besser. Sind wir bald da? Mit wem treffen wir uns nochmal? Gäste, Legionär, rühren! Wir kommen vom großen Pharao Ptolemäus dem 13., Gesandter aus dem Osten mit Geschenken für euren Imperator. Und weiter. Eine Opfergabe? Soll ich euch helfen, den Teppich zu tragen? Nein, tut mir leid, das wäre ein Sakrileg. Nur die Philakitei dürfen ihn berühren. Sie wurden vom Hohepriester geweiht. Treffen wir uns jetzt mit Julius Caesar? Redet zur Seite, Caesar. Legionäre! Offizielle Gesandte des Pharao! Wer bist du? Du siehst aus wie ein Fahrer aus dem Hippodrom. Das bin ich. Besuch doch mal ein Rennen. Der sivanische Krieger. Weiter hier entlang. Dachte, Kleopatra hätte was mit Gäste, Marco Legionär, reden. Rühren! Aber, ja, da
auch wenn ich sowas in die Richtung da studiere. Bis die Politik geklärt ist. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Früher oder später musste. Hatte ich tatsächlich nie im Studium das Thema. Es hieß so, es ist Allgemeinwissen und naja, ich wusste es nie. Pompeius war euer Gegner, Cäsar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht. Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeiht, mein Cäsar. Ein Geschenk unserer Pharaonin Kleopatra. Pharaonin? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist eine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit. Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus, alle. Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist. Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen. Morgen wird unsere Königin Schmeichelei in einen Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert 10-fach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Dann bezahlt mich. Aye, Liebes, danke für dein Kommen. Alles läuft gut mit dem großen Cäsar. Gut, meine Königin. Bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Cäsar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen, Alexander den Großen. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zisternen und Kanäle darunter suchen und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch. Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das. Exzellent. Viel Spaß. Alternativroute wird berechnet. Gut, aber den Eingang zum Grab suchen wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Und ciao, ciao.